Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 1. Juni 2018. Mein Name ist Norbert Gieso. Heute mit dem Tageshoroskop erst etwas später, dafür aber auch mit den Aussichten zum Wochenende aus astrologischer Sicht. Beginnen wir vielleicht mit dem Mond als Tagesanzeiger der Energien. Der Mond wechselt ja bekannterweise alle 2-3 Tage das Zeichen und seine Energie ist so eine Art Grundenergie, die so das Klima des Tages so prägt. Heute am Freitagmorgen ist der Mond im Zeichen Steinbock. Wir sehen hier, dass er zwischen Saturn und Pluto läuft. Mond im Steinbock bringt immer auch ein gewisses Pflichtgefühl, ein gewisses Gefühl für Verantwortung mit sich. Es geht halt nicht nur um meine egozentrischen Belange, sondern im Steinbock ist auch häufig ein höheres Ziel, eine höhere Funktion mit angesprochen, die eben bei uns auf mehr oder weniger fruchtbaren Boden fällt, abhängig davon, wie das Zeichen Steinbock oder der dazugehörige Planet Saturn in unserem Horoskop angelegt ist. Ja, der Mond wird durch den Steinbock laufen. Er wird morgen früh am Samstagvormittag um kurz vor 6 hier auf Pluto stehen, um 5.37 Uhr, um dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag um kurz nach Mitternacht in den Wassermann zu wechseln. Was bedeutet, dass zumindest von der Mondstellung her das Wochenende zweigeteilt ist? Der Sonntag mit dem Mond im Wassermann, der freiere Tag, wo auch mehr die Gemeinschaft gesucht wird, wo mit dem Mond im Wassermann auch die geistigen Impulse stärker angeregt werden. Hier am Sonntag sollte man tatsächlich vielleicht mal nicht den üblichen Schemata und Gewohnheiten des Lebens folgen, sondern einmal frei agieren und aus der spontanen Idee heraus, aus der Intuition heraus vielleicht einmal Dinge tun. Dieser Mond im Wassermann bleibt uns auch dann Anfang der kommenden Woche erhalten. Erst am Dienstag geht es dann weiter in Richtung Fische. Grundsätzlich der Mond abnehmend. Dann gibt es einige interessante Aspekte der Planeten, die ich in den letzten Tagen schon angeregt hatte, die wiederhole ich nochmal. Heute Nachmittag steht beispielsweise Merkur im Trigon zu Mars, was bedeutet, das ist ein Aspekt, den man gut nutzen kann, um vielleicht auch unangenehme Gespräche zu führen, aber auch Gespräche aller Art, vielleicht auch sich selber geistig zu überzeugen, in eine bestimmte Aktivität zu gehen. Manchmal braucht es ja noch den Zuspruch unseres Verstandes, der sozusagen zu dem, was wir eigentlich ohnehin schon tun wollen, noch sein Okay gibt. Das ist heute Nachmittag gut möglich. Ähnliches gilt für die Venus, die hier im Wasserzeichen Krebs steht, also sehr fürsorglich ist und die hier ein Trigon auf Jupiter und auf Neptun wirft, sodass hier ein großes Trigon entsteht in den Wasserzeichen. Ein Aspekt der Hingabe, des emotionalen Fließens, des Flows. Heute Nachmittag Venus, Trigon, Jupiter, sicherlich ein guter Aspekt, um großzügig mit den eigenen Gefühlen umzugehen, um vielleicht auch sich selber da zu vergewissern, dass es durchaus richtig sein kann, auch ein positives Gefühl zum Leben und zu sich selbst zu entwickeln. Morgen am Sonntag die Venus im Trigon zu Neptun. Auch hier Vertrauen ist hier ein wichtiges Thema und auch spirituelle oder religiöse Verbindung. Wenn wir diese haben, sollten wir diese auf jeden Fall in uns stärken. Also durchaus angenehme, interessante Aspekte am Wochenende. Mit dem Mond im Wassermann kommt es dann in der Nacht zum Montag auch zum schönen Trigon noch zwischen Sonne und Mond, die dann harmonisch stehen, sodass man sagen kann, an diesem Wochenende ist es für uns durchaus möglich, auch positive, angenehme Dinge zu erleben, vor allem wenn wir die Zwillingskraft nutzen, in die Dinge zu unterscheiden und uns auch geistig nicht selber Steine in den Weg zu legen. Ich wünsche uns allen ein schönes Wochenende und freue mich, wenn ihr am kommenden Montag bei den Tageshoroskopen wieder dabei seid. Bis dahin, alles Liebe und tschüss.